Herzlich willkommen bei Teil 2 meines Streams. Das letzte Mal sind wir bämmlicherweise verreckt. Naja, wir, eigentlich eher ich. Und hoffentlich schaffen wir es diesmal durch ein Part ohne zu sterben. Granate bringt anscheinend ganz schön viel. Mal gucken, ob sie mir vielleicht öfters behilflich sein kann. Dann gehen wir mal weiter. Jensen, wir sind im Atrium und beziehen Stellung auf den Terrassen. Wo sind Sie? Noch unterwegs. Beeilen Sie sich! Feindlicher Helikopter im Anflug! Sandsturm nähert sich! Ist der Funkverstärker deaktiviert? Negativ. Nicht gefunden. Dann beten Sie, dass Sings Tarnung hält. Sonst haben wir ein ernstes Problem. Boah, hacken. Mein Tipp für die Leute, die sich das Spiel auch holen werde, arbeitet unbedingt mit den Tastenkürzeln, sonst wird das nichts. Hier ist Jensen. Zugangsweg gesichert. Jin sollten kein Problem sein. Over. Verstanden. Wurde auch Zeit. Feindlicher Heli gesichtet. Okay, Einsatzteam. Position und halten. Strike 1 in Stellung. Strike 2 bereit. Strike 3 klar. Strike 4 in Position, Boss. Augen nach oben, entsichern Männer. Ohne Scheiß, Braunnase. Hüten Sie Ihre Zunge, Holiday. Haltet den Mund. 5 in Position. Höchste Wachsamkeit. Sing hat Sichtkontakt zu Shepard. Schalte auf Mithören. Ziel im Einsatzgebiet. Sing ist hier unten, also Vorsicht beim Feuern. Sie haben Eier, Sing. Das hier mit einem Sandsturm im Nacken durchzuziehen. Der Verdienst gebührt allein Mutter Natur, Mr. Nennen Sie mich Shepard. Sehr erfreut. Sind das die Waffen? Die AUX. Wird immer schwieriger, sie zu beschaffen. Die Waffen sind noch im Helikopter. Zeigen Sie mir das Geld dann. Oh, was zum? Die Party wurde gestört. Shepard ist tot. Was? Wer? Was geht da unten vor? Miller, das sind nicht die Djinn. Wiederhole, nicht die Djinn. Sie wollen die Waffen? Feuer frei! Feuer frei! Sie wollen zum Helikopter. Können Sie schießen? Negativ, negativ. Stehen unter schwerem Beschuss. Der Helikopter darf nicht starten, Jensen. Alles klar. Verstanden. Scheiße! Sie rücken vor! Wir verlieren Sing. Jensen, ich erreiche ihn nicht. Und? Ach, Mann. Der Sandsturm verschafft uns möglicherweise etwas Zeit, aber Sie müssen den Helikopter ausschalten. Verstanden. Ja.
unfair. Stimmt, ist sie drin, ist aber nicht. Mann am Boden! Mann am Boden! Wer? Jensen, Einsatzteam, Meldung! Es ist Singh! Wiederhole, Singh ist tot! Ah. Erstklassige Arbeit, Jensen, Sie scheiß Blöcheimer! Helikopter ist am Boden. Wiederhole. Jensen! Gern geschehen. Wie viel hat uns die Sache in Dubai gekostet? Sie kannten das Risiko. Wie viele Aktiva haben wir verloren? Alle. Der Sandsturm war keine Hilfe. Die Mission war ein Erfolg. Ihre Vorstellung von einem Erfolg ist ziemlich großzügig. Dennoch könnte dieses ganze Chaos bei dem Anschlag gut für uns sein. Interpol wird wochenlang verwirrt sein. Und die Leute werden durch unsere ständige Führung auf unsere Seite gezogen. Das Projekt ist nun mal langfristig geplant. Das war auch nie anders. Meinen Sie? Muss ich Sie daran erinnern, wie weit wir vom Kurs abgekommen sind? Der Opti-Zwischenfall hat die Gesellschaft gespalten. Die Lage ist schlimmer als geplant. Und sie wird jeden Tag instabiler. Das ist nicht hinnehmbar. Für den Erfolg unserer Vision müssen störende Elemente beseitigt werden. Es wird Ihnen niemand widersprechen. Lassen Sie mich nach New York fliegen, dann analysiere ich die Lage persönlich. Vielleicht haben wir schon genügend Stimmen für das Humanrestitutionsgesetz. Also schön. Stanton, Sie begleiten ihn.
Alle Gegner müssen durch finanziellen und politischen Druck mundtot gemacht werden. Los! Elizabeth, ich melde mich später. Das funktioniert nicht, Lucius. Trotz Stouts Geld. Rand wird in New York schwache, inkompetente Männer finden. Und da Nathaniel Brown nach wie vor eine Unbekannte ist... Natürlich. Deshalb verfolgen wir auch weiterhin unsere Alternativstrategie. Sie haben bisher viel beansprucht, Page. Jetzt haben Sie die Chance zu liefern. Alles ist vorbereitet. Wir können dann jederzeit loslegen. Wie sicher ist Ihre Kommunikation, Bob? Janus hat seine Augen anscheinend überall. Er und sein Juggernaut-Kollektiv... Janus wird kein Problem sein. Dafür habe ich gesorgt. Dubai war das Fundament. Jetzt brauchen wir Aufmerksamkeit. Page, aktivieren Sie die Schläferzelle. Konečná stanice Růžičkovo nádraží. Příjezd za 5 minut. Hier ist Jensen. Ich steige gerade aus dem Zug. Verstanden. Wir besprechen alles hier. Kommen Sie direkt ins Büro? Wenn es keine Probleme an einem Kontrollpunkt gibt. Ihre Papiere müssten in Ordnung sein. Senken Sie einfach den Kopf. Miller out. Lassen Sie mich Ihnen helfen. Ma'am? Echt jetzt? Ich hätte auch Schätzchen sagen können. Hast du meine Nachricht über Dubai gekriegt? Ich bin froh, dass du okay bist, Adam. Es klang ja ziemlich übel, Mann. Jedenfalls hatte ich nicht damit gerechnet. Idee, wer das war? Deine Taskforce kriegt bestimmt was raus. Und zwar nicht dasselbe wie das, was das Juggernaut-Kollektiv rauskriegt. Schon irgendwie komisch, oder? Dass Interpol ausgerechnet dein Team, das Prag-Team, nach Dubai schickt? Miller sagte, alle wären unterwegs. Infos gab es in letzter Minute. Wir waren das einzig verfügbare Team. Naja, das war eine Lüge. Willkommen in Prag, Optis. Wir sollten hier weg. Das Kollektiv überwacht sämtliche Abteilungen der Taskforce, seit wir dich in eine davon eingeschleust haben. Es gibt ein Team in Oman, das viel schneller vor Ort gewesen wäre. Also warum dann wir? Keine Ahnung. Wenn die Illuminaten hinter der Taskforce stehen, wie wir alle vermuten, ergibt der Überfall keinen Sinn. Moment. Es sei denn, wir sollten etwas Bestimmtes sehen. Offiziell meine ich. Aufgehört! Riprettersi papiri. Riprettersi papiri da inspekti. Mach keine Sorge. Ich denke nicht dran, Alex. Früher her, eigentlich. Nezastavuj se. In den letzten Tagen ist es hier noch schlimmer geworden. Alle haben Todesangst, dass verängstigte Optis wie wir sie erneut angreifen. Irgendjemand wird angreifen. Behandle Menschen lange genug wie Tiere, dann verhalten sie sich auch so. Du sagst das, als könnten wir nichts dagegen tun. Ich hab's vor 2 Jahren versucht. Hat nicht geklappt. Und? Sollen wir
einfach aufgeben? Hass und Vorurteilen das Feld überlassen? Niemals, vergiss es. Ich sage nur, dass ich den Feind sehen muss, Alex. Die Männer, die alles verursacht haben, die waren Powerbroker. Die muss ich aufhalten. Ich dachte, du wüsstest das. Das tue ich. Du, ich, das Juggernaut-Kollektiv, wir versuchen genau das. Aber das heißt nicht, dass wir blind... Dann hilf mir, sie zu finden. Passen Sie auf sich auf, Techno. Ich weiß nicht, dass Sie das tun. Es haben Sie sich selbst zuzuschreiben. Passen Sie das nicht an. Machen Sie es nicht schwerer, als es sein muss. Stopp. Ich hasse diese Stadt. Komm jetzt. Wenn du mit Dubai recht hast und die Illuminaten dein Team als Zeugen brauchen, müssen wir den Grund dafür rausfinden. Wer hat den Einsatzbefehl erteilt? Miller. Aber es kam wahrscheinlich von jemandem weiter oben. Er kann trotzdem eingeweiht sein. Schon mal vom NSN gehört? Dem neuralen Subnetz. Die Direktoren von TF-29 planen damit Operationen und kommunizieren privat im Cyberspace. Was ist das? Flüsterchip. Ein Abhörgerät, das Janus speziell für das Motherboard des NSN entworfen hat. Ah, der unfassbare Janus, Anführer der Hektivisten. Ob ich den jemals treffen werde? Eines Tages vielleicht. Jetzt musst du dich auf Miller konzentrieren und dir Zugriff auf das NSN-Motherboard. Hat einen. Scheiße. Alex, hier ist Adam. Hey, du klingst beschissen. Wie geht's dir? Angeschlagen, aber wird schon. Bist du okay? Ja, ich bin okay. Hab schon Schlimmeres erlebt. Mann, die Sache ist echt krass, was? Alex, meine Systeme spielen ein wenig verrückt. Ich muss sie nachsehen lassen. Aber wenn du einen treffen willst... Was? Nein, mir geht's gut. Erledige dein Zeug. Ich bin hart im Nehmen. Ruf an, wenn du wieder einsatzfähig bist, okay? Okay, mach ich. Also dann, bis bald. Uiuiui, das war wohl einiges. Diesem Radio. Ein
Ah, ich bin ein Vampir, schön. Okay. Cool. Ah, endlich wieder frisch. Frisch, frisch, frisch. Und noch die Toilette benutzen. Vorhänge auf. Guten Morgen. Darknet, oh Gott, geht schon wieder los. Adam, wir haben eine neue Nachricht. Von wem? David Sarath. Abspiel. Adam, hier ist David. Ich weiß, es ist eine Weile her, aber nach dem Vorfall in Prag gestern, hören Sie mal zu. Warum auch immer sie mich in den letzten zwei. Ich wusste nicht, dass ich den jetzt unterbreche. Schade. Mal schauen, ob er gleich weitermacht. Freut mich, endlich von Ihnen zu hören, Agent. Ja, alles okay? Tut mir leid. Ich komme ins Büro, sobald ich kann. Aber meine Augs haben was abbekommen. Ich muss sie nachsehen lassen. Natürlich, wir haben viel Arbeit vor uns, Jensen. Wir sehen uns, sobald Sie da sind. Dr. Koller, ich muss Sie besuchen. Jensen, mein Lieblingstechno-Wunderkind. Klar, Mann. Wie wär's morgen gegen... oder lieber jetzt gleich? Jetzt würde es mir passen. Stimmt was nicht? Nichts Schlimmes. Nehmen Sie die U-Bahn. Irgendeine. Schnell. Die Vordertür ist keine friedliche Option, schon klar. So, dann machen wir noch zu. Und dann mal gucken, was als nächstes passiert. Hallo, Zivilist. Ah ja. Genau, das weiß ich. Weiß ich Bescheid. Ich lasse das mal sein. Keine Ahnung, wozu das gut ist. Muss ja nicht überall rumspinnen. Hat er nicht gerade erst seine Tochter verloren? Ja, Christelle. Nettes Mädchen. Sie war Babysitterin meiner Kinder. Und jetzt das. Es heißt, er war bekannt. Oh, keine Ahnung. Das wird, glaube ich, so mit der Toilette nix. Hallo. Bitte, lassen Sie mich in Ruhe. Okay. Stimme.
Das ist euer Mann. Bei ihm könnt ihr alles. Der Maschinengott ist wir. Und wir sind der Maschinen. Die Summe von uns allen. Das Beste von uns allen. Alles. Ja, dann glaube ich, ich beende mal hier die Aufnahme. Falls ihr mehr sehen wollt, sehen wir uns morgen. Also, schönen Tag noch. Tschüss.